eine Hotline für Soforthilfe und Sonstiges. Alle Mitarbeiter sind gerade im Gespräch. Ganz stringent habe ich dir gesagt. Pass mal auf, Püppi, wenn du nicht mal bereit bist, unser Pitbull-Baby mit der Hand zu füttern, sehe ich perspektivisch, sehe ich schwarz für unsere Beziehung, muss ich so sagen, wie es ist. Weil nämlich, Alter, weil verwöhnen auch ein Stück weit in beide Richtungen geht, muss ich so sagen, wie es ist, wa? Ja, hab ich so gesagt. Der nächste ungeschulte Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Schön geben ist seliger als dem, sag ich mal so, ja? Also, mit Abstand und Mundschutz ist das alles kein Problem. Nähe mit Distanz, sag ich mal so. Berliner Hauptstadt Hotline hilft. Yo, ciao! Alte Quatschbacke, ey. Hier ist Ihre Berliner Hotline für Soforthilfe oder sonst hier. Lucy am Telefon, was kann ich für Sie tun? Hilfe! Hallo, wer ist denn da? Hilfe! Wo drückt denn der Latschen? Latschen? Ich bin beim Schuster. Herr Schuster? Wer? Wie kann ich Ihnen denn helfen, Herr Schuster? Ich bin der Michael. Ja, mach doch nicht. Meine Freundin nennt mich Michi, aber ich hab keine. Normalerweise sagen die Leute jetzt immer was Tröstendes. Ah, okay, ja, nee, du, Kopf hoch, morgens ohne einen Tag, auf Reg folgt Sonne. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Oh, das ist schön, Plattitüden, jetzt fühle ich mich gleich viel besser, danke. Sonst noch was, Michael, oder erwartet gewesen? Ja, also, schon ein bisschen Probleme, kann man schon so sagen. Also, jetzt nicht die Probleme, aber schon so. Schon so ein paar Brummer. Ja, ist ja schön, dass du gleich auf den Punkt kommst. Klasse. Entschuldigung. Also, hauptsächlich geht es mir darum, dass ich Angst davor habe, neue Leute kennenzulernen. Ja, ist ja auch schwierig gerade, sag ich mal so ganz ehrlich, ja. Sind wir alle zu Hause eingesperrt, lernst du keinen kennen. Hier ist raus, haben sie einen Mundschutz aus, weißt du auch nicht, wer steckt da jetzt hinter, wer ist das, wie sieht der aus? Bist du nicht alleine mit? Nee, sind sie auch einsam jetzt? Ich arbeite in einer Telefonhotline. Wenn ich nach Feierabend noch eine einzige menschliche Stimme höre, dann ist hier zappenduster, sagt ihr, ja? Okay. Ja. Du, frag mal die ganzen kleinen Kinder, wisst ihr, die jetzt gerade nicht zum Spielen da draußen dürfen. Die armen Rentner, die Alten, wisst ihr, die keinen mehr zum Quatschen haben. Das ist scheiße. Ja. Halt recht, ne? Und wie? Da haben Sie so recht. Ich finde, Sie sind eine richtig Patente. Och, und Mann. Ich finde das toll, dass Sie das machen, diesen Service. Da vergebe ich 5 Sterne. Ach. Wirklich. Danke. Brauchst du ja nicht, Michael. Ich mach das. Das ist mir das wert. 5 ja. Sterne kriegen Sie von mir. Ich brauch die virtuellen Dummsterne ja nicht. Aber lieben Dank. Hat mich gefreut. Mach's gut, Michi, ja? Haben Sie mich gerade Michi genannt? Ja. Danke. Jo, alles klar. Ich muss jetzt aber auch auflegen, weil hier sind noch ganz viele andere Leute in der Leitung. Ich wollte noch, also... Die haben alle Probleme, Michi. Okay. Ist okay. Okay, dann... Gut, Michi. Du legst zuerst auf. Alles klar, ciao. Ruf da nochmal an. Mal gucken, was die sagt, ey. Wenn ich doch schon wieder an der Leitung bin, ey. Ihre aktuelle Warteposition 72.812.